zwei davon? Nautilus-Verwandlung? Ach, das hätte auch geklappt wahrscheinlich. Nee, Antimagie-Kristall. Ja, ich verstehe schon. Irgendwas, was ich anballern kann? Nope. Okay, Leute, das heißt, wir können da leider nur mit Levitation hin und wir haben keine Levitation. Wir haben es schlichtweg nicht. Könnte also heißen, dass wir jetzt, boah, zu Fuß bis zur Vulkanfestung zurücklaufen müssen, uns Levitation holen müssen und dann wieder zu Fuß bis hierhin laufen müssen. Das ist... Nee, das geht sowieso nicht, fällt mir gerade auf, weil hier ist der Antimagiekristall. Heißt, es gibt gar keinen Weg da. Nee, das kann ja nicht sein. Dann ist es was anderes. Ich könnte das hier probieren. So, sie wird uns helfen, über diese Stacheln zu kommen. Bestimmt. Was habe ich mir dabei gedacht? Sie wird uns... Der Zauber ist also schon mal nicht hilfreich. Also ich kann natürlich versuchen, die Stacheln abzulenken durch diese tanzende Frau, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Okay, kann ich nicht einfach bitte sagen? Also, was haben wir sonst? Ich könnte einen Witz erzählen, aber ich glaube, das bringt's auch nicht. Eile! Ich bin in Eile! Ich bin auf der anderen Seite angekommen. Leider mit leicht verknickten Beinen. Und ich habe gefurzt. Aber ich bin angekommen. Ja, ja, lad schon. Wie komme ich darüber? Man scheint auf jeden Fall direkt zu sterben. Also es ist unabhängig davon, wie viel Leben ich jetzt habe. Ich hatte aber irgendwie nicht das Gefühl, ich sei wirklich schneller gelaufen. Doch bin ich. Ja! Es hat funktioniert, Leute. Wir sind drüber gekommen. Ich wusste doch, dass das geht. Der Fehler eben war halt einfach, dass ich gesprungen bin. Was so natürlich nicht funktioniert. Da muss einmal Nautilus her. Wir hätten uns ein bisschen mehr Schriftrollen herstellen sollen, um ehrlich zu sein. Als Nautilus kann man sich übrigens rollen durch die String-Taste. Durch Steuerung. Boy. Okay, das war falsch. In einem Bett kannst du eine Weile schlafen, während der Ladebildschirm abläuft. Also wir rennen nochmal drüber. Funktioniert weiterhin, war also nicht irgendwie ein einmaliger Bug oder so. Das ist schön zu wissen, dass ich eine legitime Lösung für das Rätsel fand. Was ist denn da jetzt eigentlich drin? Also, dieses Ding ist nur für Nautilus und so. Oh nein! Der Skelettkrieger aus Skyrim. Er ist jetzt auch in Risen. Er hat jetzt auch einen Risen-Account als NPC. Weitere Gräber müssen zerstört werden. Wobei da jetzt wahrscheinlich kein Gegner rauskommen wird. Kerzenleuchter, Armleuchter gibt's auch. Haben wir aber nicht gefunden.
Levitation ist sehr lieb, bringt mich leider nur nicht weiter. Trotzdem danke dafür oder so. Ist hier unten vielleicht was? Okay, hier geht's weiter. Ich glaube, das hätte ich im Leben nie gefunden, wobei ich hab's gefunden und ich lebe noch. Yeah. Okay, wir sind jetzt extrem tief, Leute. Das ist sehr eindeutig. Und ich habe ein bisschen Angst, dass wir vielleicht nicht ausreichend vorbereitet sind und dass wir hier vielleicht jetzt auf Dinge treffen werden, die schlichtweg, übrigens schönes Design, auf Dinge treffen werden, die schlichtweg uns nicht ganz angemessen sind. Oder denen wir nicht ganz angemessen sind, was unsere Vorbereitung betrifft. Ja. Die Wahrscheinlichkeit hat sich gerade immens erhöht. Scheiße. Mit dem Talent Schlösser öffnen kannst du Ladebildschirm aus dem Weg räumen. Wundert mich ja fast, dass sie während den Ladebildschirmen keine Werbung spielen. Oder Kinofilme. Komplett. Mit einer Pfanne kannst du an einem Lagerfeuer oder einem Herd rohe Ladebildschirme in Gameplay braten. Zu Gameplay braten. Riesen heißt das Spiel. Riesenladesequenz. Ja, ich höre ja schon auf. Ihr merkt schon, es nervt mich durchaus. Ich finde es durchaus ein wenig ätzend. Spielst du schon oder lädst du noch? Mann. Pony! Hey. Ja! Ja! Hey. Ja! Bam! Alles klar, den ersten von 10 Skelettwächtern der Heiligkeit haben wir gerade besiegt. Jetzt kommt er da und hat sogar noch ein Schild dazu, dann. Aua. Du kannst dich in einem Wasserfass ertränken, um dich zu geilen. Keine Ahnung. Dieser Ladebildschirm ist schlimmer als Waterboarding. So. Hey, Skeletor, komm her. Ja. Tut mir so leid, was dir passiert ist, wenn du auf das Spiel gewartet hast. Oh, ich hab das erste Mal in einem Spiel einen Gegner pariert. Das erste Mal in einem Spiel, was? Das wäre sehr traurig. Boi. Der Zauber trägt den Namen Boyoyoy und er heilt mich zum Glück. Ja. Ja. Na, verdammt. Hey. Hey. Nein. Ja. Ladebildschirme können dir keine Lebensenergie zurückbringen. Ja!
Ach. Häufiges Speichern ist sinnvoll, häufiges Laden nicht so. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben die beiden Skelette verdroschen und nun geht es an den Echsenpriester. Der wird wiederum jetzt mal eine Herausforderung, sage ich mal. Eine etwas größere. Ja, um einiges schwerer als die Echsen-Skelette. Was? Nein. Wir haben die goldene Kristallscheibe. Und anscheinend auch einen Teleportstein. Damit haben wir auf jeden Fall 3 von 4 goldenen Kristallscheiben. Eine hat wohl der Gürger, sagt uns Severin. Und eine, da wissen wir nicht, wo sie ist. Das ist die kaputte des Inquisitors. Genau. Die hat der schon. Denke ich. Sebo. Was war das denn? Ah, ein weiterer Loot, aber... Hoch, okay. Dachte Loot. Tut mir leid. Loot tut gut, du nicht so. Scheiße, das ist Hartmut. Was? Egal. Nein! So, dem haben wir schön auf den Latz gegeben. Levitation brauchen wir, um diesen Abgrund hier zu überwinden. Glücklicherweise befinden wir uns im Besitze eben jener Schriftrolle. Da dachte ich halt zumindest. Wir haben sie doch nicht. Aber ich habe sie nicht benutzt und wir haben sie gesammelt. Was ist hier los? Wieso habe ich nie Levitation? Da ist es doch. 3-mal. Wieso übersehe ich das? Yeah. Wir sind auf der anderen Seite gelandet. Wer wohnt da drin? Ein Mensch, der Heilzauber mag. Ja, das hat sich jetzt gelohnt. Ich habe also praktisch eine Levitationsspruchrolle. Nein, 2 Levitationsspruchrollen. Ich muss ja zurück. Eingetauscht gegen einen Heilzauber. Ja. Ich teleportiere mich mal zur Vulkanfestung. Glücklicherweise können wir das ja einfach so. Tach. Was? Nee. Also, der Druide Eldrick und... Der eine Magier-Typ. Die sollen wir jetzt auffinden. Die sind hier ganz in der Nähe des Osttempels, glaube ich. Ich glaube, die waren auch im Osten. Oh, ihr seid auch schon draußen. Und wie sich das weiterentwickelt, dazu mehr in den nächsten Folgen. Ciao!